Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem nächsten Jet Online Kurzgottesdienst, nenne ich das mal. Also wir sind heute, ich sag mal, circa 15 Minuten haben wir uns gedacht, dass wir ein Gespräch aufnehmen mit Arthur zusammen. Arthur ist ein guter Freund von mir. Die meisten kennen Arthur, ja, der ist ein, ja, ich sag mal schon, gehört zum Inventar der Gemeinde, kann man so sagen. Wir waren mit Arthur damals die Jugend geleitet, ich weiß noch, ja, mehrere Jahre sogar zusammen gearbeitet und Gottes Reich gebaut. Ja, und heute geht es tatsächlich darum, einfach nochmal auf den nächsten Sonntag aufmerksam zu machen. Wir haben, oder wir starten ja seit August einen Gebetsgottesdienst immer am ersten Sonntag um 18 Uhr und ja, der nächste Sonntag wäre dann wieder soweit, der 6.9. Und heute geht es auch tatsächlich um das Thema Gebet. Ich würde gerne mit Arthur über das Thema Gebet sprechen, was es mit dem Gebet auf sich hat, warum Gebet so wichtig ist, welchen Stellenwert es in unserem Leben haben sollte. Und ja, ich bin gespannt, was Arthur so zu erzählen hat. Ich kenne Arthur natürlich auch schon ein bisschen näher, aber ich weiß, Arthur hat unglaublich auch viele Erfahrungen gemacht, in seinem Dienst, auch im Gebetsleben. Und ja, da bin ich sehr gespannt, worüber er so berichten wird. Ganz kurz vorab, also jetzt an dem Gebetsgottesdienst am 6.9. um 18 Uhr, wo ich dich jetzt recht herzlich zu einlade, wird das Thema Freude sein. Nehemia sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und ich glaube, dass wir Kraft brauchen. Ja, also wir leben in einer Gesellschaft, die ist überflutet von Informationen. Und viele Menschen wissen so viel, aber oft hast du das Gefühl, da ist keine Kraft, da ist keine Autorität. Die Menschen leben ja dennoch in Niederlage, wissen nicht, wie sie in ihrem Alltag, wie sie den Alltag meistern können. Und ich glaube, ein großer Schlüssel liegt in der Freude. Und Freude ist eine Antwort des Himmels. Freude ist die Sprache des Himmels. Oft ist das so, dass ja, wie gesagt, Menschen viel wissen, viel Informationen haben, aber keine Freude haben. Und Freude findest du nicht in einem Studienabschluss oder wenn du ein gutes Haus hast, ein gutes Auto. Es ist vielleicht eine kurzanhaltende Freude, die man hat, aber das ist nicht die wahre Freude. Und die Bibel sagt, und darauf möchte ich ganz kurz vorab nochmal zurückgreifen, Psalm 16, den möchte ich kurz vorlesen. Also wenn du eine Bibel hast, schlag sie gerne auf. Psalm 16, da heißt es ab Vers 8: Ich habe den Herrn stets vor Augen, sagt David. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb, aus diesem Grund, deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Und Vers 11 heißt es: Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ja, und das ist der Punkt. Freude ist eine Antwort des Himmels. Freude möchte dein ständiger Begleiter sein in deinem Alltag, die Gott dir zur Seite geben möchte und stellen möchte, dass du in Kraft gehst, dass du in Autorität gehst. Und an diesem Sonntag wird es darum gehen, wie wir in diese Freude hineinkommen, wie wir diese Freude erleben können. Genau. Aber es geht tatsächlich um Gebet heute. Arthur, deswegen danke, dass du da bist. Ja, vielleicht willst du ganz kurz noch mal was von dir erzählen. Ich meine, vielleicht Leute, die dich noch nicht kennen, wer du bist, was du so machst, vielleicht Familie, ganz kurz. Ja, ich freue mich hier zu sein, Arthur. Und heute habt ihr es nicht schwer, den Namen zu merken. Ich heiße auch Arthur und ja, bin Vater von 4 Kindern und bin hier in der Gemeinde aktiv, meistens im Predigtdienst, habe einen Hauskreis. Ja, war früher hier die Jugend geleitet. Vielleicht kenne ich auch früher von da aus. Auf jeden Fall bin ich hier gerne und das ist hier mein Zuhause. Und freue mich, wieder hier zu sein, Arthur. Voll gut, stark, dass du da bist. Ja, wo du das gerade gesagt hast, Predigtdienst, ich weiß noch deine Predigt, ich weiß nicht, wann das war, vor ein paar Monaten. Das ging um das Thema Sorge dich nicht. Und Ja. das war so ein beeindruckend, so stark, einfach wie du das auch, ja, wie du dich einfach leiten lassen hast und immer. Ja, dieser Satz, der kam und ich muss euch sagen, oder Gott will euch sagen, wie war das nochmal? Gott, also ich habe, obwohl die Predigt, es war so, dass ich habe die Predigt vorbereitet und du kennst mich ja, ne? Also das Thema Sorge dich nicht ist voll mein Ding. Und normalerweise haue ich dann von raus und sage, ja, ihr müsst euch nicht sorgen, Gott ist euer Versorger und so. Und ich habe angefangen, das Thema vorzubereiten und das war sehr spontan, weil Pastor konnte nicht und er hat mich angerufen und gefragt, ob ich das machen kann. Und dann, ich bleibe die Predigt und dann höre ich in mir, sag mein Volk, dass ich sie liebe.
habe ich so, okay, ich werde das machen. Ja. Wieder schlage ich die Bibel auf und dann höre ich wieder das. Ne? Sag mein Volk. Und dann habe ich im ersten Gottesdienst gepredigt und dann immer wieder, ich predige und dann kommt das aus mir raus. Sag mein Volk. Ich soll euch sagen, Gott liebt euch. Ne? Wo ich die Thema vorbereitet habe, Gott hat gesagt, ihr sollt euch nicht sorgen, er liebt euch. Ne? Mhm. Und dieses, die ganze Zeit, und das hat, ich glaube, bei allen Leuten ist hängen geblieben, dass Gott sie liebt. Ja, ne? Dass genau es auch oft rausgekommen ist, dann, das war echt stark. Also ich war sehr überrascht und auch von der Wirkung des Ganzen. Genau, ne? Man hat da so gespürt, dass das wirklich einfach vom Himmel kam, ja, ne? So, diese, so eine Freiheit, und du hast genau mit diesem Satz gingst du aus der Predigt raus, ne? Und es hat einen freigesetzt, voll diese Liebe, also das hat einen Glauben einfach aufgebaut, ne? Man hat wirklich geglaubt, Gott liebt mich und ich brauche mir nicht zu sorgen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, ne? Also eigentlich sollte das eine der wichtigsten Merkmale von uns Christen sein, dass wir nicht in Sorge leben, sondern in Freude leben, in Kraft Gottes leben. Und das Gebet ist ja ein entscheidendes Merkmal, also oder ein entscheidender Punkt, wo die Bibel sagt, also ich habe jetzt letztens viele Stellen auch gelesen, wo Paulus dazu aufruft, seid beharrlich im Gebet, ne? Also hier Thessalonicher bittet ohne Unterlass, ne? Dass man ständig im Gebet sein soll. Und ganz oft kommt dann im nächsten Vers oder quasi im gleichen Satz und bleibt in der Freude. Ne? Und so diese Kombi ist immer ganz oft, wo ich sehe, okay, Gebet und Freude. Und Gebetsgottesdienst jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe einfach gespürt, wie der Heilige Geist mich in diese Richtung geführt hat, das einfach wirklich aufzubauen, ne? Also in diese Richtung zu gehen. Weil Jesus sagt, mein Haus ist ein Haus des Gebets, da wohne ich in diesem Haus. Und ich weiß noch, ich nenne das mal, wie wir das früher auch genannt haben, diese Halleluja-Tage, das hat uns geprägt, ne, wo wir wirklich 2-3 Tage einfach im Gebet waren, im Wort Gottes, das Wort Gottes studiert haben, einander erbaut haben, Fürbitte gemacht haben, ne, und einfach wirklich diese Freiheit erlebt haben, die der Himmel uns geschenkt hat. Und ja, ich würde einfach dich konkret fragen, das Gebet als solches, was ist für dich das Gebet? Wie definierst du Gebet? Ja, das ist, ich habe viele Formen von Gebet in meinem Leben erlebt. Es gibt ja Gebet im Glauben zu stehen, Fürbitte, dann Gebet so flehen und solche verschiedenen Arten von Gebet. Ne? Und für mich ist ganz klar, das stärkste Gebet, was ich je in meinem Leben ist, ein bibelfundiertes Gebet. Ja. Ich habe mal für einen Menschen gebetet, das war das Gebet in Epheser Kapitel 1, 1,16 bis Ende des Kapitels und plus noch das Kapitel 3, der ist auch ein Gebet, ne, wo Jesus sagt, ich beuge mein Knie vor dir, mein Vater, Vater der Herrlichkeit und dann so weiter, ne, wo er sagt, dass wir erfüllt werden mit der Liebe Gottes. Und ich habe für einen Menschen wirklich täglich, dreimal täglich das Gebet so gebetet. Ne. Und er wusste nichts davon. Ne? Und dann kommt er zu mir und sagt, du Arthur, irgendjemand betet für mich. Er wusste, ich habe ihm das nicht gesagt oder so. Ne? Ja. Irgendjemand betet für mich. Das war für mich so, boah, das funktioniert. Ja, ne? Das funktioniert. Ja, boah, wisst ihr, nichts ist heftiger als wenn ein Gebet, du weißt, dass ein Gebet erhört wurde. Ne? Und das ist ja ein Ziel eines jedes Gebetes, das soll erhört werden. Und wir alle wissen, das Wort Gottes ist das Wort Gottes. Ne? Und Gott ist, er hat sein Wort sogar höher als sich selber gestellt und so bestätigt er sein Wort. Und wenn du etwas anhand des Wortes Gottes betest, dann wird Gott das Wort auch bestätigen. Du kannst nicht irgendwas beten, was nicht im Wort steht und erwarten, dass es passiert. Und wir sollten daran festhalten, Gott ist ein liebender Gott und er hat in seinem Wort so viele Verheißungen gegeben, die wir an uns nehmen sollen und in unserem Leben projizieren sollen durch das Gebet. Das ist enorm wichtig, dass wir daran festhalten. Weißt du, letzte Zeit erlebe ich auch das Beten, also Beten im Wort Gottes. Ne? Das heißt, ich nehme das Wort Gottes, ich schlage das auf und mein Ziel ist das nicht, das Wort Gottes irgendwie ein Stück ganz viel durchzulesen, um Informationen zu sammeln, sondern das Wort ist für mich Geist und Leben. Es ist tatsächlich ein lebendiges Wesen. Ne? Wenn das Wort ist nicht nur Buchstaben, schwarz auf weiß, sondern wenn ich das lese, dann dringt es in mich hinein. Und das Wort Gottes sagt, dass es dringt und scheidet Seele und Geist, Mark und Gebein. Yes. Und ist ein Richter der Gedanken und nichts ist vor ihm verborgen. Ne? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Und das dringt in mich hinein. Und wir müssen verstehen, dass wir geistliche Wesen sind,
haben eine Seele und leben einen Körper. Mhm. Wo unterscheidest du das? Ja. Für uns ist das so schwer zu verstehen, bin ich jetzt gerade im Fleisch, bin ich in Seele, bin ich Geist? Aber das Wort Gottes tut das. Ne? Das ja. Wort Gottes ist fähig, das Ganze in uns zu reflektieren, projizieren, so dass wir sehen, wo ich gerade stehe. Und weißt du, Arthur, du kannst vielleicht das auch aus deinem Leben erzählen, wo du bestimmte Sachen in deinem Leben hast, die du nicht weißt, die sind nicht gut, die sind auch nicht schlecht, aber du brauchst die nicht. Mhm. Die reißen dich runter, die nehmen dir Zeit, klauen dir Zeit und so. Und ich habe so ein paar Sachen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, die klauen mir Sachen, also Zeit, die klauen mir Gesundheit, vielleicht ungesundes Essen, vielleicht irgendwie, wie du gesagt hast, am Sonntag Fußball. Ne? Sowas mag ich auch, aber ich weiß, ey, das ist nicht der Himmel. Ne? Himmel ist viel größer. Himmel braucht, gibt es keinen Fußball oder so. Es ist mehr. Es ist einfach Jesus. Ne? Ja, es ist nicht Essen und Trinken. Ja, ne? Genau. Das ist Amen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Freude, Friede und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ne? Und tatsächlich, das Beten im Wort, wenn ich das Wort Gottes aufschlage und ich lese das, ich denke drüber nach, ich bete darüber und das dringt in mich hinein. Und es bewirkt in mir ein klares Verständnis darüber, dass, wo ich gerade stehe, bin ich im Geist, bin ich im Fleisch, ich habe auf einmal Fähigkeiten, Dingen zu entsagen. Mhm. Weißt du, ich liebe Fleisch. Ne? Also Grillen ist voll da mein Ding. Egal, Schwein, Lamm, Rind, es ist... Aber ich weiß selber, das ist nicht gut. Ich kann auch Masters essen. Und ich habe gedacht, Herr, irgendwie, ich würde so gerne fasten, aber ich schaffe das aus eigener Kraft nicht. Ich falle immer zurück und dann fühle ich mich schlecht und ich denke, du, irgendwie kriege ich das nicht hin. Ne? Und Gott hat mich geführt in Johannes Kapitel 6, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Esst mich. Und wo ich das gelesen habe, ist mir auf einmal, ich habe darüber gebetet, nachgedacht, vor mir klar geworden, das ist meine Nahrung. Ich brauche das nicht. Ich brauche kein Fleisch. Ich brauche nicht was anderes. Gott ist meine Nahrung. Das Wort Gottes ist meine Nahrung. Jesus ist meine Nahrung. Und es wurde viel einfacher, mich von Sachen, von Essen zu entsagen, weißt du? Mhm. Das ist so ein Zeugnis für mich, weil für mich war das früher, es ist schön und gut, dass du kein Fleisch isst, aber das ist nicht mein Ding. Fleisch ist alles für mich. Ne? Du kannst es für dich so machen, aber ich nicht. Ja, ich nicht. Also hier, Fleisch ist alles. Ja. Auf jeden Fall, das ist für mich. Und ich habe gemerkt, mir geht es besser, abgenommen, viel, viel besser, viel, viel besser geworden. Viel vitaler fühlt man sich. Ne? Ja, und das Wort, das Beten. Eine andere Sache ist ganz wichtig, was für mich jetzt letzte Zeit noch intensiver geworden. Ich habe das früher auch praktiziert, aber jetzt eine Zeit lang verloren aus den Augen, aber jetzt wieder da reingekommen, weil Gott hat uns wieder auf diese Spur gebracht. Gott lebt in uns. Mhm. Wir suchen Gott außerhalb. Das ist falsch. Wir versuchen Gott auf fünf Sinne zu tasten, aber Gott ist in uns. Die Bibel sagt, dass wenn ihr glaubt, wie die Schrift von mir sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers von euch fließen. Yes. Ja? Nicht von Ströme lebendigen Wassern werden auf euch fließen, die werden von euch fließen. Mhm. Genau. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn ihr in mir bleibt, ich und ich in euch, also diese Sache, Gott in mir, wenn wir da reingehen und anfangen, mit Gott Gemeinschaft zu haben auf Ebene in uns, wir sind Träger des Gegenwart Gottes. Yes. Das ist so ein guter Gedanke. Also ich finde diesen Aspekt, den du genannt hast, also ganz kurz, Nahrung kann ein Genussmittel sein und Nahrung ist einfach, ich sag mal, von Brot kriegst du Kraft, kriegst du Energie. Ja. Und da kann man auch unterscheiden. Also ich meine, man kann auch mal genießen, aber tatsächlich ist das Entscheidende, wenn das täglich zum Genussmittel wird und du wirklich nur konsumierst, dann muss man sich Gedanken machen. Ne? Richtig. Also ich meine, wir alle wissen, bestimmte Sachen sind nicht gut für den Körper. Ja. Aber die schmecken. Ja, genau. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Aber was du glaubst, aber ist das für mich gut? Ja. Was ihr tut daraus, ne? Genau. Ich hatte Probleme damit. Okay. Jeder hat seine Herausforderungen. Ja. Nein, was du meintest mit dem Wort Gottes, daraus zu beten. Ich weiß, dass Kenneth Hagin zum Beispiel das auch immer gemacht hat. Ne? Also eigentlich ein sehr bekannter Lehrer und ein, ich sag mal, der die
Gemeindegeschichte geprägt hat, kann man so sagen. Ja, ne? Also im Glauben zu wandeln. Und er hat, also was mir eingefallen ist, zum Beispiel Epheser 3,16, da heißt es, ist ja auch ein Gebet, was Paulus spricht in Epheser 3, und da heißt es, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, er gebe euch Kraft. Oder da heißt es, er gebe euch innere Kraft und Stärke. Oder Kraft am inwendigen Menschen. Genau. Und das ist so, als ich das gesehen habe, ich dachte, Moment mal, der unerschöpflich reich ist, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, unerschöpflich reich, da gibt es kein Ende. Er gibt uns diese Kraft, er gibt uns diese Stärke. Und das ist so entscheidend in unserer heutigen Zeit. Du siehst einfach, wie viele Menschen innerlich zerbrochen sind, also psychisch labil sind aufgrund verschiedener Sachen, also dass sie einsam sind, isoliert sind, ne? Obwohl es so viele soziale Kanäle gibt, sind viele Menschen einsam. Und innerlich sind die einfach kaputt, ja? Also komplett wie ein Wrack, kann man sagen. Genau, wir reden von Christen, ne? Aber allgemein. Allgemein, ja. Aber ich meine, so dieser Aspekt, den du meintest, dieses Wort Gottes zu beten, was auch, also nicht irgendwas zu beten, sondern wirklich in der Kraft zu beten. Ne? Richtig. Weil da merkst du, wie Gott das bestätigt. Und das war nämlich meine nächste Frage, ist nämlich, wie siehst du das? Also manchmal habe ich das Gefühl, dass auch viele Christen dann einfach so vieles aufs Gebet abschieben. Also sagen, ja, ich gehe da mal beten. Ne? So ein bisschen, aber selber nicht aktiv werden. Weil das ist für mich auch immer so dieser Unterschied. Gebet ist ja für mich ein Ausdruck des Glaubens. Du gehst, du machst einen aktiven Schritt, du betest wirklich aktiv. Aber dann gibt es wiederum diesen Unterschied, wo viele Christen sagen, ja, dann beten wir mal, weißt du so, und schieben vieles einfach aufs Gebet. Aber da gibt es ja diesen Unterschied, wie man betet und welches Gebet erhört Gott wirklich. Ne? Kannst du ganz kurz nochmal... Also da sind wir wieder bei dem Wort Gottes, ne? Wie, ich glaube, Thiel Osborn hat das gesagt, aber wahrscheinlich auch vielleicht jemand anderer, ne? Viele Christen beten für Dinge, die sie schon haben, ne, anstatt die einfach zu nehmen. Und wir verschwenden einfach Zeit im Gebet. Tatsächlich, was möchtest du? Brauchst du etwas Materielles? Brauchst du Gesundheit? Brauchst du etwas anderes? Brauchst du einen Ehepartner oder was anderes? Ne? Oder suchst du einfach Gemeinschaft mit Gott? Es gibt, Bibel zeigt dir alle Formen von Gebet und sagt dir genau, wie du zu beten hast. Mhm. Man muss dich nicht irgendwas aus den Fingern zaubern oder irgendwas raussaugen, sondern tatsächlich in das Wort Gottes hineingehen und du wirst alles finden, wie du beten sollst. Und man muss auch jetzt, wie nie, zum Beispiel auch Kenneth Hagin, wie du angesprochen hast, zu ihm kam jemand und sagte, kannst du für mich beten? Ja, ich muss wissen, wofür, ne? Ja, ich kann nicht sagen und hier und da. Aber wenn du schon zum kommst, dann musst du schon sagen, wofür. Mhm. Und wir können eins uns zusammentun und da gibt es wieder eine Bibelstelle, ne, wo zwei oder drei sich in einer Sache einig sind, dann wird das in werden. Wenn das Wort Gottes in euch ist, dann wird das, egal was ihr bittet, das wird euch werden. Es gibt so viele starke Verheißungen, Bibelstellen, wo Gott dir sagt, du wirst das bekommen, wenn du dies und jenes tust und wenn du darum bittest. Ne? Und ich meine, Gebet soll nicht irgendeine Ausdrucksweise, irgendwie so eine religiöse Flauske sein, sondern Gebet ist tatsächlich täglich, also einer sagt täglich Gemeinschaft mit Gott zu haben, ich finde, das ist kein Gebet. Ne? Also Gebet ist tatsächlich, wenn du für etwas einstehst, für etwas betest, etwas in das, also in diese Welt hineinbringen möchtest, Materielles, ne? Weil alles Sichtbare kommt aus dem Unsichtbaren. Gemeinschaft mit Gott, das ist dein Lebensstil. Ne? Du bist ständig, ich muss nur in mich hineingehen, ich bin in Frieden. Mhm. In mir lebt Gott. Wir sind eins. Mein Vater und ich sind eins. Bleibt in der Liebe, so wird Gott in euch bleiben. Mhm. Ne? Es gibt so viele Bibelstellen und ich bin so happy, wie du schon sagtest, Freude. Ne? Freude kommt nicht von ungefähr. Die Bibel sagt, werdet nicht voll des Weines, sondern voll des Heiligen Geistes. Mm-hmm. Ne? Yes. Also, wie werden wir voll des Heiligen Geistes? Sagt er, indem ihr Lobgesang macht, ausdrucksweise zu Gott bringt, dass ihr ihn liebt, ne? dass ihr ihn sehr liebt, dass er euch liebt, dass ihr in diese Identität hineinkommt. Ja, ja. Also das ist, ja. Gebet ist, muss beständig sein. Und es ist wichtig zu verstehen, Gott ist nicht irgendwo außerhalb. Er ist in uns. Geht hinein. Versucht, also in dieser Form Gemeinschaft anzufangen. Mhm. Wenn ihr von außerhalb so, dann wird das schnell
irgendwelche Störungen geben. Okay. Du wirst ganz schnell aus dem, wenn irgendwas, jemand was Schlechtes sagt oder du morgens aufstehst und dich stößt oder keine Ahnung was, du bist sofort aus dem raus. Aber wenn du lernst, in dich hineinzukommen und Gott da zu suchen, dann wirst du Erfolg haben. Du wirst ständig Frieden haben, Ruhe haben und diese Position des Glaubens haben, immer empfangsbereit zu sein von Gott, ne? Immer etwas zu empfangen. Ja. Dann ist auch meine nächste Frage, also das ist echt ein wichtiger Aspekt, also weil die Bibel sagt ja, die Liebe Gottes ist euch, also ist durch den Heiligen Geist euch schon gegeben, also in unser Herz hineingekommen. Ja. Ne? Und das ist, ja, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Ne? Also das ist, früher hat man Tempel gebaut, man ist gepilgert zu irgendwelchen Städten. Heute, wir sind der Tempel. Also in uns. Das ist so stark. Und das zu verstehen, also egal wo du bist, ich habe meine Autofahrten, 30 Minuten zur Arbeit, das sind manchmal die kostbarsten Minuten. Das stimmt. Also ich fahre zur Arbeit, fahre zurück und ich erlebe immer so starke Dinge und wie Gott zu einem spricht. Ganz kurz jetzt auch zur letzten Frage, wie würdest du empfehlen, ein ständiges Gebetsleben aufzubauen? Also, weil es ist ja klar, also einmal kurz zu beten, 5 Minuten, ich meine, Wenn das der Anfang ist, ist es ja schon gut. Und ich glaube, es geht ja um eine Kontinuität, ne? Um etwas wirklich aufzubauen. Was würdest du da empfehlen? Oder vielleicht kannst du auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, es ist wichtig, natürlich Zeit zu nehmen. Ne? Ja, wenn du nicht Zeit nimmst, dann wird auch nichts passieren. Du musst schon Zeit nehmen. Also bestimmte Sachen weglegen, ne? Mal einen Film weniger am Tag gucken, hätte ich was gesagt. Mal, sag ich mal, halbe Stunde oder halbe Stunde weniger ins Handy reingucken und einfach dir mal Zeit nehmen. Und wenn du anfängst, einen Tag nach dem anderen dir eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und wirklich das, den Geschmack findest, der Gemeinschaft mit Gott und des Gebets und du wirst Erfolg sehen, dann wirst du nicht mehr zurück wollen. Ne? Mhm. Weil ich merke, ey, ich brauche das nicht. Wenn du näher zu Gott kommst, dann werden bestimmte Dinge unrelevant sein. Weil diese ganze äußere, also Filme, Handy, irgendwelche, das ist alles Bonbons für die Seele. Ne? Mhm. Das sind solche, also für deinen Verstand, damit es dir gut geht, damit du kurz abgelenkt bist. Aber wenn du merkst, wenn du den wahren Nahrung bekommen hast, das Manna vom Himmel, wenn du Jesus geschmeckt hast, dann wirst du diese Bonbons der Welt nicht mehr haben wollen. Ja. Weil du hast das wahre Essen geschmeckt. Ne? Genau. Und Zeit ist natürlich das Erste. Ne? Du kannst dir natürlich Hilfe suchen in einem Hauskreis, ne? wo Menschen dir anleiten können, helfen können, wo du mit Menschen zusammen betest. Wir haben mit Toni gesprochen, der hat mir geholfen zu beten. Ich hatte einen Freund, wir haben zusammen in einer Wohnung gelebt und wir haben zusammen gebetet, kann ich Zeugnis noch erzählen, wir haben zusammen gebetet und er sagt, Arthur, ich bete mit dir nicht. Das ist wie, du kannst nicht beten, du kannst nicht in den Geist hineingehen. Also, ja, also das war so trocken und ich hatte gar keinen Glauben, ich habe einfach gebetet. Und dann sagte er zu mir, und ich sagte, Antoni, ich will aber beten, ich will Gott erleben, ich hatte diesen Hunger gehabt. Ne? Das ist schon ein guter Anfang, sage ich mal. Er sagte, ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat oder er wollte mich loswerden, sagte er zu mir, ja, dann geh einfach eine Stunde am Tag in Zungen zu beten. Zungensprache, falls jemand nicht kennt, schlag mal die Bibel auf. Auf jeden Fall habe ich das nachts gemacht. Ne? Ich saß dann abends und ich sage euch, das war die längste Stunde meines Lebens, wo ich da dachte, boah, ist schon eine Stunde, nein, 10 Minuten vorbei. Das ging einfach nicht rum. Ich habe es geschafft, ich habe wieder schlafen gelegt, ich habe absolut gar nichts bei diesem Gebet gespürt. Ich habe einfach in Zungen gebetet. Am nächsten Tag kommen wir, Toni und ich zusammen, angefangen zu beten und bam, so eine Herrlichkeit, so eine Gnade. Und Toni sagt, was hast du gemacht, was passiert? Wieso ist auf einmal so eine Kraft Gottes hier? Und ich sage, du hast gesagt, ich soll eine Stunde in Zungen beten gestern. Habe ich gemacht. Das war so ein Zeugnis. Und ihr seht, man muss sich Zeit nehmen. Ja. Zeit ist das Wichtigste und anfangen, in der Lehre zu bleiben, in der Lehre des Glaubens zu bleiben, in der Lehre der Liebe zu bleiben, dass ihr lernt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Natürlich Bibel lesen, also das zählt alles dazu. Ja, ne? Ja, ich glaube, Zeit ist ein guter Indikator, der zeigt eigentlich, also wofür du die Zeit nimmst, das ist dir wichtig. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, eigentlich ein sehr guter Aspekt. Wichtig ist, glaube ich, sich mit Leuten zusammenzutun. Also eine Kleingruppe wird dir helfen. Wenn du merkst, du kommst echt nicht rein in ein Gebetsleben, du guckst immer auf die Uhr und nicht mal 5 Minuten rum, fang an mit mehreren Leuten da reinzukommen. Und dann wirst du merken, dass du schon eine Basis hast,
Ja, aber letztendlich wird es trotzdem dann der Moment kommen, wo du die Zeit nehmen musst und sagst, hey, und jetzt mache ich das in meinem Alltag ganz persönlich für mich, nehme ich mir die Zeit zu beten. Also das sind so echt Hammerzeugnisse und wir können euch, also ich kann euch auch noch viele Zeugnisse erzählen, was durch das Gebet eigentlich passiert ist. Und in Jakobus heißt es, das Gebet eines gerechten Mannes vermag viel. Ja, also es hat einen großen Einfluss, es kann viel bewirken. Und Jesus hat, in der Schrift heißt es, dass Jesus nach seiner Gewohnheit wohin ging? Zum Ölberg, um zu beten. Das ist eine Gewohnheit geworden. Also Gebet ist kein religiöser Akt, sondern es ist ein Ausdruck deines Glaubens. Und dass du einfach dir ganz bewusst die Zeit nimmst, Gott zu suchen, aber dann wiederum auch aus dieser Liebe heraus für deine Mitmenschen zu beten. Wie Nehemia gebetet hat, das finde ich so stark, das Gebet des Nehemias. Er hat sich mit den Leuten identifiziert. Er sagt, wir haben gesündigt, wir sind es, nicht die, sondern wir sind diejenigen, die falsch gehandelt haben. Und das zeigt, dass Nehemia diese Liebe Gottes in sich getragen hat und sich mit den Menschen um ihn herum identifiziert hat. Und das wirst du merken, wenn du im Gebetsleben also da hineinkommst und du wirst die Liebe Gottes spüren, du wirst merken, wie die Gleichgültigkeit, die du vielleicht noch jetzt noch hast, verschwinden wird und du eine Liebe bekommen wirst für deine Mitmenschen um dich herum. Und das ist das, auch was wir jetzt aufbauen möchten. Wir wollen einen Gebetsgottesdienst starten oder haben wir jetzt im August gestartet, wo wir einfach wirklich das im Fokus haben wollen, nämlich, dass Jesus kommt und dass wir lernen, einfach unseren Blick immer auf ihn ausgerichtet zu haben, also im Lob, ne, im Lob und in der Anbetung zu sein, weil das, was du sagtest, das zeigt ja letztendlich den Fokus, also worauf du deine Augen richtest, deinen Blick richtest. Wenn im Lobpreis machst du lobst Gott für deine großen Taten. Du drückst ihm seine Liebe aus. Genau. Und damit zeigst du ja, dass du deinen Blick auf ihn richtest. Also ich meine, es ist schwierig, am Anfang vielleicht schon, bist du noch mit Gedanken woanders, ja? Aber du kommst da in diese Sphäre hinein, dass du deinen Blick auf ihn richtest und du wirst merken, das ist letztendlich auch der Kern von Anbetung, dass du dich auf ihn fokussierst. Und die Bibel sagt, dass wir wie in einen Spiegel hineingucken und verwandelt werden in sein Bild. Amen. Und du wirst merken, dass Gott in dir größer wird und du selber abnimmst. Also dein Ego, dein Ich wird weniger werden. Das ist gut so. Und das Wichtigste dabei ist, das ist nicht eure Anstrengung, sondern Gott macht das. Ihr werdet die Lust an Sachen verlieren, die euch früher belastet haben. Und das passiert nicht so, ihr müsst euch anstrengen, sondern das fällt von euch ab, wir schuppen. Das ist mein Wunsch, dass ich mich nicht anstrengen muss, Sachen in meinem Leben so wegzuschmeißen und dann wieder zurückzufallen, sondern ich wünsche mir, dass es abfällt, indem ich in ihn verwandelt werde, in seine Herrlichkeit, so wie Jesus werde. Ja. Das ist so cool. Und das ist nämlich auch der Unterschied zwischen Religion und der Beziehung zu Jesus. Religion ich nenne das mal Verhaltensadaption. Also du eignest dir irgendein Verhalten an, aber dein Herz hat sich nicht verändert. Jesus wird immer dein Herz verändern, deine Identität, und du wirst aus dem heraus automatisch die Werke des Himmels tun. Einfach weil du seine Identität angenommen hast und nicht, weil du dir irgendein Verhalten aus deiner eigenen Kraft, deinem Charakter versucht hast anzustrengen und irgendwas versucht hast, ein Verhalten dir anzueignen, sondern dein Herz ändert sich. Und ich bin so voller Erwartung noch für dieses Jahr. Ich wünsche mir wirklich, dass du am nächsten Sonntag kommst zu unserem Gebetsgottesdienst, altersübergreifend, also nicht nur die jungen Erwachsenen, sondern ihr seid alle eingeladen, deutsch, russischsprachig, egal, dein Herz zählt, dass du da hinkommst und wirklich für dieses Land, für unser Osnabrück, diese Umgebung zu beten, dass du lernst, mehr und mehr in seine Gegenwart hineinzukommen, weil wir sind Träger seiner Gegenwart. Wir sind Träger des Lichts. Leute, die Gemeinde ist die Antwort. Das ist das, Gottes Ziel war, seine Herrlichkeit der Gemeinde zu offenbaren. Das ist so, so stark und das wollen wir erleben, zusammen. Und jetzt ganz kurz noch zum Schluss, wir waren gestern Abend, das wollte ich auch noch kurz erzählen, im Gebet meiner Frau, haben einfach Gott gesucht und da hat Gott mir einfach gezeigt, wie viele Menschen oder wie viele Herzen noch hart sind. Also, und er sagt den Leuten, sie sollen sich vorbereiten, dass ihre Herzen weich werden. Und dann kam mir der Vers aus Matthäus 5,8, wo Jesus sagt, selig sind die reines Herzens sind, denn die werden Gott sehen, die werden Gott schauen. Und das wirst du merken, wenn dein Herz weich wird, weil du im Gebet vor Gott kommst, weil du ihn suchst, wirst du merken, wie sich Festungen in deinem Herzen, die noch da sind, anfangen einfach sich aufzulösen, zu fallen, zu bröckeln und dein Herz weich wird. Und dieses Herz, das will Gott sehen. Und da wirst du merken, dass
einfach ja, deine Augen des Herzens seine Herrlichkeit sehen werden. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Fang an, Gott zu suchen. Fang an, dir Zeit zu nehmen, ganz bewusst, das ernst zu nehmen. Und du wirst merken, wie Gott antworten wird. Weil Arthur war es ein Abend, im Sprachen zu beten. Ja, das war ein Beginn. Und ja, vielleicht ist es auch eine Erkenntnis für dich. Ja, also die Bibel spricht, wenn wir in Sprachen, in Zungen beten, es sind Geheimnisse, die wir sprechen. Es ist das, was der Heilige Geist in uns hineinlegt. Ist ein Thema für sich. Ja, also wenn du das noch nicht kennst, ich glaube, wir haben sogar von unserem Pastor Samuel jetzt, glaube ich, sogar eine Themenreihe da, auch auf unserem Kanal zum Thema Sprachengebet. Kannst du dir gerne angucken. Muss, weiß ich nicht, vor ein, zwei Monaten muss man schauen, das ist eigentlich, wirst du schnell finden. Ja, also ich schließe, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich danke Arthur, dass er dabei war. Ja, gerne. Für deine kostbare Zeit, ja, deine vier Söhne warten schon. Ich hoffe, die starten schon. ja, also wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, euch am nächsten Sonntag um 18 Uhr zu sehen, dass wir gemeinsam ins Gebet gehen, jeder seine geistliche Fackel mitbringt. Und wenn jeder seine Fackel mitbringt, dann entsteht ein großes Feuer. Und ja, ich würde mich sehr freuen, dich dabei zu haben, dich zu sehen. Es wird noch ein Link rausgeschickt werden, wo du dich anmelden kannst. Ja? Das müssen wir auch machen. Ja, und ich, wie gesagt, schließe jetzt, bedanke mich, dass ihr da wart. Seid gesegnet. Bis dann. Gott der Segen.